Hallo Freunde! Fehler sind unvermeidlich, unvorhersehbar und vor allem menschlich. Einige Fehler können geringfügig sein, während andere sogar so weit gehen können, dass es unmöglich ist, darüber hinwegzusehen. Fehler haben ihre eigenen Konsequenzen. Sie können eine ziemlich unangenehme und unvergessliche Begegnung darstellen. Andererseits können sie auch eine lebenslange Lektion sein. Während einige so gestrickt sind, dass sie die Fehler anderer, die sie betreffen, einfach abschütteln können, gibt es andere, denen es ziemlich schwer fällt zu vergeben. Auch diese Familie aus Winnings, Georgia, sah sich mit einem Fehler konfrontiert. An einem typischen Sonntag wollten sie nach ihrem Besuch beim Gottesdienst gemeinsam einen Happen essen gehen. Alexis Smith, ihr Ehemann und die 18 Monate alte Tochter Aaliyah freuten sich bereits auf das köstliche Essen, während sie im Restaurant ein wenig warten mussten. Die Eltern entschieden sich dazu, für Aaliyah einen Apfelsaft zu bestellen. Alles lief gut und ziemlich normal, so wie jeder Restaurantbesuch eigentlich ablaufen sollte. Als sie alle mit ihren Mahlzeiten fertig waren, bezahlten sie für das Essen und bereiteten sich vor, das Restaurant zu verlassen. Sie waren bereits am Stehen und wollten sich gerade Richtung Tür aufmachen, als Aaliyahs Vater bemerkte, dass irgendwas an dem Verhalten seiner Tochter nicht normal war. Sie schien irgendwie aus dem Gleichgewicht. Das Verlassen des Restaurants wurde auf Eis gelegt und Aaliyahs Vater schnappte sich den Saft, an dem seine Tochter noch immer trank. Er nahm einen Schluck von dem Apfelsaft, der in der Kinderflasche war, und fühlte ein leichtes Brennen in seiner Brust. Alexis war ein wenig verwirrt aufgrund der Handlungen ihres Mannes. Und auch sie probierte einen Schluck aus der Kinderflasche und genauso wie ihr Mann hatte sie das gleiche Gefühl in der Brust. Was sie vom Probieren des Saftes, der ihrer Tochter serviert wurde, in Erfahrung brachten, versetzte sie nicht nur in Panik, sondern brachte sie auch zum Kochen vor Wut. Es war schwer für sie zu verarbeiten, dass ihre kleine Tochter unwissentlich in diese Lage verfrachtet wurde. Ihre Schlussfolgerung war, dass ihrer Tochter irrtümlich Alkohol serviert wurde. Alexis, die nicht genau wusste, wie sie das aktuelle Dilemma verarbeiten sollte, fing an zu weinen und wurde sehr emotional. Alkohol in so einem jungen Alter zu trinken ist alles andere als gut für die Gesundheit. Das bereits verzweifelte Paar kippte das Getränk schnell aus und rief sofort nach dem Restaurantmanager, der gerade hinten im Restaurant beschäftigt war. Kurze Zeit später wurde bestätigt, dass Aaliyah versehentlich ein alkoholisches Getränk serviert wurde, anstelle des Apfelsaftes, der eigentlich für Kinder gedacht war. Der Manager reagierte schnell und sprach mit dem Barkeeper, der für das Getränk verantwortlich war. Er gab zu, dass die Behälter der beiden Getränke falsch etikettiert wurden. Nach der Konfrontation wurde von der Polizei, die Aaliyahs Vater sofort kontaktierte, ein Ereignisbericht festgehalten. Und der Manager bot an, die Rechnung für das, was die Smith bestellt hatten, zu bezahlen. Auch wenn es Aaliyah scheinbar nicht wirklich schlecht ging, empfahlen die Polizeibeamten der Familie, einen Arzt aufzusuchen. Der schreckliche Fehler entstand durch die Kombination von Ungenauigkeit, schlechter Organisation und Unachtsamkeit des Personals. Es war nicht nur ärgerlich für die Familie, sondern auch enorm enttäuschend. Glücklicherweise haben sie zufällig einen weiteren Vorfall verhindern können, denn als sie gefragt wurden, ob Aaliyah noch etwas Apfelsaft in ihrem eigenen Kinderbecher haben möchte, sagten sie nein. Hätten sie dem zugestimmt, hätte sie fast den ganzen Tag Alkohol getrunken und es hätte viel mehr passieren können als ein paar Gleichgewichtsstörungen. Sie waren wirklich dankbar, dass ihre Tochter nicht den gesamten Saft, der ihr gegeben wurde, leer trank. Aaliyahs Eltern waren sich sicher, dass sie während des Essens nur 3 Schlücke von dem Saft nahm. Diese Menge könnte man in etwa mit 3 Teelöffeln Alkohol vergleichen, welche den Blutalkoholspiegel eines Menschen dieser Größe auf 0,065% bringt. Die höchste Menge, die in Georgia für einen Erwachsenen erlaubt ist, liegt bei 0,08%. Sie wollten keine Zeit verschwenden und eilten mit Aaliyah zum Arzt, um sie untersuchen zu lassen. Zum Glück konnte der Arzt bestätigen, dass mit Aaliyah alles in Ordnung war. Wären die Mitarbeiter des Restaurants alle wachsam und mit dem hauseigenen System vertraut gewesen, hätte man diesen Fehler vermeiden können. Wie die Eltern im Nachhinein mit der traumatischen Erfahrung, die durch Fehler anderer entstanden sind, umgehen, ist noch offen. Ob sie damit vor Gericht gehen, sich auf einen Vergleich einigen oder die Sache auf sich beruhen lassen, liegt ganz bei ihnen. Natürlich können Fehler passieren, aber Fehler wie diese dürfen nicht passieren. Was hältst du von diesem Vorfall? Und wie wärst du im Nachhinein weiter vorgegangen? Teile es uns doch mal in den Kommentaren mit! Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.